Wir sitzen fort zum nächsten Tagesordnungspunkt 12.4, Fachkräftesicherungsstrategie für Dresden. Und da steigen wir ein in die Debatte. Und da haben wir als erstes eine Fraktionsrunde, Fraktion Die Linke, Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme an, es wird gleich mit nach mir dann mit wegweisenden Worten die Bedeutung dieses Konzepts besprochen werden. Ich will vorlesen, was wir überhaupt beschließen, damit diejenigen, die von außen zuhören, das dann auch wissen. Und zwar steht, der Stadtrat beschließt, Kommafehler, das gemeinsam von den Arbeitsmarktakteuren erarbeitete und beschlossene Handlungskonzept der Fachkräfteallianz Dresden 2020 bis 2022 als Fachkräftesicherungsstrategie für Dresden. Und jetzt kommt es gemäß Anlage 2 zur Vorlage. Und da denkt man, Mensch, bei so einem Titel, da ist es doch bestimmt so ein Konzept, wie wir sie ganz oft kennen in dieser Stadt. Also dicke Papiere, interessante Papiere, in denen vorneweg ein Problem analysiert wird. Dann werden beschreiben, was man machen könnte, um sich dem Problem zu nähern. Dann stehen Maßnahmen, hinter den Maßnahmen steht, was kosten die Maßnahmen für Ressourcen oder wer ist vielleicht verantwortlich dafür, dass sie umgesetzt werden, wer berichtet wem, bis wann denn das Ganze auch erfolgt. Guckt man sich aber die Anlage 2 an, und nur die beschließen wir ja, dann findet man dort einen PowerPoint-Folienvortrag. Und ich bitte also alle die, die sich langweilen und jetzt sozusagen miteinander reden, weil sie das Thema für weniger spannend finden oder auch die Presse, diesen Folienvortrag mal zu öffnen. Er ist ja im System lesbar. Da findet man genau 19 Folien. Die erste Folie ist angefüllt mit Logos der Arbeitsmarktakteure. Dann findet man insgesamt 3 von diesen 19 Folien mit Zwischenüberschriften. 5 Folien benennen das Problem und beschreiben es, allerdings in Grafiken. Eine Folie, die Folie 10 ist das, wer es also nachsehen will, benennt immerhin nochmal ein Ziel, nämlich das Ausgleich einer Fachkräftelücke, die man identifiziert hat. In 6 Folien findet man den Umriss der Landeshauptstadt Dresden kartografisch. Und dann darauf verteilt Schlagworte in kleinen Kästchen, immer so verteilt, dass der Umriss möglichst voll gefüllt ist. Eine Folie benennt ein attraktives Fachkräfteinformationszentrum, schreibt dann 3 Anstriche, was das sein könnte, aber wer es macht, was das ist, worum es ist, wer verantwortlich ist, auch nichts. Und die letzte Folie sagt dann, klasse, wir sind offen für neue Ideen und wir haben jährlich konkrete Vorhaben, messbare Ziele und eine gemeinsame Umsetzung. Und ich finde, so ein Folienvortrag, der nichts aussagt, der keine Verantwortlichen benennt, der sich nicht mal eine Textfassung gibt, der wird dem Titel und dem Anspruch, der dahinter steht, auf keinen Fall gerecht. Ich würde als Abschluss den Oberbürgermeister, aus Ihrem Bereich kommt es ja, bitten, doch wenigstens die für 2020 und 2021 bisher identifizierten jährlichen konkreten Vorhaben mal zu nennen, die da angekündigt sind. Oder auch die messbaren Ziele und das, was da gemessen wird. Das müssten ja dann mehrere Ziele sein und das ist ein Kriterium, an dem man erkennen kann, ob das Ziel erreicht ist oder nicht. Solange das aber alles nicht da ist, ist das Ganze, jedenfalls für mich, politische Verarsche. Und wir werden, zumindest hat meine Fraktion das so abgestimmt, dem auch nicht zustimmen können. Als nächstes SPD-Fraktion, Frau Sturm? Nein. Dann FDP-Fraktion das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler das Wort gewünscht? Herr Hanig. Ja, wir hatten eigentlich uns vorbesprochen, dass wir dem zustimmen wollen, aber ich muss gestehen, das, was Herr Kiesling gesagt hat, ist richtig, das stimmt, das hat er auch im Ausschuss schon mal gesagt und ich glaube, wir werden hier uneinheitlich abstimmen, aber ausdrücklichen Dank nochmal an Herrn Kiesling, der uns darauf hingewiesen hat, dass das wirklich ziemlich inhaltsleer ist. Dann CDU-Fraktion, nein, Bündnis 90 Die Grünen, Frau Mühle, bitteschön.
Ja, auch von mir vielen Dank an Herrn Kiesling. Ich kann mich dem nur anschließen. Auch unsere Kritik wäre gewesen, dass, obwohl gerade auf den ersten Folien ja steht, wir haben messbare, klare Ziele, dann diese Ziele und messbare eben nicht enthalten sind. Und das ist leider, setzt sich leider so ein bisschen fort, auch in dem, was wir im Organisationsentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung sehen. Und ich hoffe mir und wünsche mir, da habe ich auch ein bisschen andere Entwicklung gesehen, dass das im Aktionsplan Integration zum Beispiel dann anders ist. Also ich möchte wirklich bitten, dass wenn die ersten Berichte kommen zu der Fachkräfteallianz, dass wir dann dort tatsächlich konkrete Projekte beschrieben und konkrete Ergebnisse beschrieben sehen, so wie sich das auch aus anderen Städten sich durchaus anschauen lässt. Vielen Dank. Und AfD wird das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall. Dann gibt es weitere Redebeiträge. Kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen, 14 Enthaltungen. Damit wäre der federführende Ausschussbericht abgelehnt. Und rein nach Geschäftsordnung müssen wir dann noch über die Vorlage abstimmen. Wer der Vorlage seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Thomas, Stimme dann. Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen, 14 Enthaltungen, damit abgelehnt.